Herzlich willkommen zur Vorlesung zum Fallbeispiel Biomassepotenziale. Mein Name ist Alexandra Pfeiffer und ich habe diese Vorlesung zusammen mit meiner Kollegin Jasmin Kalcher vom DBFZ erstellt. Biomassepotenziale, was ist das eigentlich und worum geht es in diesem Fallbeispiel? Im Kern dieser Vorlesung stehen drei Schlüsselfragen. Diese Schlüsselfragen sind: Welche Mengen an biogenen Ressourcen können wir überhaupt nachhaltig nutzen? Die zweite Frage ist, wo genau befinden sich diese Ressourcen? Und schlussendlich müssen wir die Frage beantworten, welchen Beitrag Energie aus Biomasse in unserem Energiesystem leisten kann. In diesem Fallbeispiel möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie diese drei Fragen mithilfe von offenen Geodaten beantworten können. Die Vorlesung selbst ist viergeteilt. Zu Beginn befassen wir uns mit dem Klimaschutz, der Energiewende und der Bioökonomie im Allgemeinen. Danach konzentrieren wir uns auf die Biomasse, deren Herkunft und aktuelle Nutzung. Wir gehen auch kurz auf Konversionstechnologien ein und der größte Teil der Vorlesung ist die Berechnung und Darstellung von Biomassepotenzialen. Zunächst müssen wir erstmal klären, was Biomasse überhaupt ist. Eine Definition von Biomasse ist, dass Biomasse alle organischen Substanzen der belebten Natur entweder als lebende oder als tote Biomasse umfasst. Somit werden alle organischen Stoffe unter diesem Begriff zusammengefasst. Zur Biomasse gehören Stoffe, die wir alle aus unserem Alltag kennen, wie zum Beispiel Holz, aber auch Anbaubiomassen wie Mais und Getreide und die dazugehörigen Reststoffe, zum Beispiel Waldrestholz, das Biogut aus der braunen Tonne und Stroh. In diesem Fallbeispiel konzentrieren wir uns vor allem auf die Reststoffe. Für Biomasse gibt es eine breite Vielfalt an Nutzungsmöglichkeiten. Dazu gehört die direkte oder indirekte Nutzung von pflanzlicher Biomasse, zum Beispiel als Nahrungs- oder als Futtermittel. Zudem gibt es viele stoffliche Nutzungspfade für Biomassen. Zu guter Letzt kann Biomasse auch energetisch genutzt werden und dadurch zu einer sicheren, sauberen und integrierten Energieversorgung in der heutigen Welt beitragen und ein wichtiger Baustein der Energiewende sein. Biomasse kann einen Beitrag im Strom, im Wärme- und im Kraftstoffsektor leisten. Aber bevor es an die Ressourcenbetrachtung geht, schauen wir doch erstmal, was Biomasse heute schon energetisch im System leisten kann. Aktuell leistet Bioenergie einen Beitrag von 8,1% im deutschen Energiesystem. Jetzt wissen wir, wie Biomasse genutzt werden kann und welchen Anteil sie im Energiesystem hat. Aber wir wissen noch nicht, wo sie denn eigentlich so richtig herkommt. Wir unterscheiden zwischen zwei unterschiedlichen Formen der Biomasse. Einerseits haben wir nachwachsende Rohstoffe. Dazu gehören Anbaubiomassen wie Mais und Getreide. Und wir haben die Rest- und Abfallstoffe, die ich ja bereits eingangs erwähnt hatte. Dazu gehören Reststoffe, Nebenprodukte und Abfälle. Auf diese zwei Kategorien möchte ich jetzt etwas genauer eingehen. Die nachwachsenden Rohstoffe, kurz auch NAVARO, unterteilen sich in Forstbiomassen und in landwirtschaftliche Erzeugnisse, nämlich die sogenannte Anbaubiomassen, wie zum Beispiel eben Mais und Raps. Die Reste und Abfallstoffe sind etwas vielfältiger. Hier unterscheiden wir in fünf Kategorien. Zum einen Reste und Abfallstoffe aus der holzverarbeitenden Industrie und der Forstwirtschaft, dann aus der landwirtschaftlichen Produktion, dann gibt es allgemeine Reststoffe, Siedlungsabfälle und zu guter Letzt Reststoffe von anderen Flächen. Aktuell werden in Deutschland ca. 60-80% dieser anfallenden Rest- und Abfallstoffe genutzt. Einerseits stofflich, zum Beispiel als Tiereinstreu, aber auch energetisch. Aber was immer wichtig ist, ist, dass diese Nutzung, egal ob sie stofflich oder energetisch ist, nachhaltig ist. Und natürlich sind mit der energetischen Nutzung von Biomasse Risiken und Chancen verbunden. Zu den Chancen der energetischen Biomassenutzung gehören die Tatsachen, dass Biomasse im Vergleich zu anderen erneuerbaren Ressourcen flexibel und speicherbar ist. Biomasse kann zu einer dezentralen Energieerzeugung beitragen. Außerdem ist Biomasse vielfältig nutzbar. Es gibt vielerlei Konversionstechnologien und Energie aus Biomasse kann auch einen beträchtlichen Beitrag zur CO2-Einsparung beitragen.
Natürlich sind mit der energetischen Nutzung von Biomasse auch Risiken verbunden. Es können Nutzungskonkurrenzen, zum Beispiel zur Nahrungs- und Futtermittelproduktion, auftreten. Es kann zu indirekten und direkten Landnutzungsänderungen kommen und es können unerwünschte Umwelteffekte auftreten, wie zum Beispiel durch den Anbau von Monokulturen kann sich die Bodenqualität verändern oder verschlechtern. Aber oft sind diese Risiken vermeidbar, indem man Biomasse nachhaltig und rücksichtsvoll nutzt. Jetzt wissen wir, wie wir Biomasse nachhaltig nutzen können. Die Frage bleibt jedoch, wie wird aus Biomasse eigentlich Bioenergie? In diesem Video möchte ich nur kurz auf die unterschiedlichen Konversionstechnologien eingehen. Details dazu können Sie dann im Vorlesungsskript finden. Zu den wichtigen Konversionspfaden gehören die physikalisch-chemische, die thermochemische und die biochemische Konversion. Da alle Prozesse sehr komplex und sehr vielfältig sind, lasse ich das jetzt einfach mal so stehen und wir wenden uns dem wichtigsten Punkt diesem Kapitel zu, nämlich die Biomassepotenzialberechnung. Wie bereits eingangs gesagt, ist die Möglichkeit der energetischen Biomassenutzung und vor allem die Mobilisierung von biogenen Ressourcen abhängig vom bestehenden Biomassepotenzial. Aber was ist eigentlich so ein Potenzial? Laut Duden beschreibt ein Potenzial die Gesamtheit aller vorhandenen, verfügbaren Mittel, Möglichkeiten und Fähigkeiten. Und in Bezug auf biogene Ressourcen gibt es unterschiedliche Potenzialarten und Ebenen, die ich Ihnen hier kurz erklären möchte. Bei den Potenzialebenen unterscheiden wir zwischen Flächen, Rohstoff, Brennstoff und Bioenergiepotenzialen. Schauen wir zunächst das Flächenpotenzial an. Ein Flächenpotenzial zeigt auf welcher Fläche Rohstoffe angebaut werden oder angebaut werden können, zum Beispiel Energiepflanzen, Waldflächen oder ähnliches. Die nächste darauf aufbauende Potenzialebene ist das Biomasse- oder das Rohstoffpotenzial. Um vom Flächenpotenzial zum Biomassepotenzial zu kommen, betrachten wir den Ertrag dieser Flächen. Zum Beispiel, wie viel Gülle produziert eine Herde Kühe, die auf einer bestimmten Weidefläche steht. In unseren Potenzialbetrachtungen arbeiten wir meistens mit dem Biomasse- oder Rohstoffpotenzial. Und dieses Rohstoffpotenzial wird in der Regel in Tonnen Frisch- oder Trockenmasse pro Jahr angegeben. Aufbauend auf das Biomassepotenzial erhalten wir das Brennstoffpotenzial, indem wir bestimmte Konversionsfaktoren anwenden. Diese Konversionsfaktoren sind unterschiedlicher Natur. Einerseits sind es Faktoren, die abhängig vom Rohstoff sind, wie zum Beispiel der Energiegehalt, aber auch technologieabhängige Faktoren, wie zum Beispiel der Wirkungsgrad. Und zu guter Letzt gibt es noch das Bioenergiepotenzial, welches beschreibt, welchen Beitrag oder welchen Anteil Bioenergie im Energiesystem leisten kann. Hier sehen Sie nochmal eine Übersicht über die unterschiedlichen Potenzialebenen und im Kern dieses Moduls arbeiten wir mit Flächen- und Biomassepotenzialen. Es ist aber wichtig, dass Sie sich bewusst sind, dass es diese unterschiedlichen Ebenen gibt, da diese nicht einheitlich in der Literatur gehandhabt werden, beziehungsweise wenn man mit der Literatur arbeitet, man sich immer bewusst werden muss, mit welcher Potenzialebene habe ich es hier eigentlich zu tun? Nicht, dass man dann bei den Potenzialberechnungen unterschiedliche Ebenen durcheinander schmeißt. Das Gleiche gilt auch für die Potenzialarten, auf die ich als nächstes genauer eingehen möchte. In der Literatur finden sich 5 Potenzialarten. Die erste Potenzialart, die eigentlich allen Berechnungen zugrunde liegt, ist das theoretische Potenzial, das die Maximalmenge angibt. Darauf aufbauend gibt es das technische Potenzial, was erste Restriktionen berücksichtigt, wie zum Beispiel unzugängliches Gelände im Gebirge oder in der Wüste und andere technische Einschränkungen, die oft auf Ernteverfahren und so weiter zurückzuführen sind. Es gibt noch 3 weitere Potenzialarten. Einerseits das wirtschaftliche Potenzial, aber auch das nachhaltige und das erschließbare Potenzial. Auf diese 3 Arten möchte ich jetzt nicht genauer eingehen, aber im Vorlesungsskript finden Sie weitere Hinweise zu diesen 3 Potenzialarten und wo Sie weitere Hinweise dazu in der Literatur finden können. Was auch bei den Potenzialarten genauso wie bei den Potenzialebenen sehr, sehr wichtig ist,
ist, dass sie sich vor einer Betrachtung oder einer Biomassepotenzialberechnung immer im Klaren werden, mit welcher Art und mit welcher Ebene an Potenzialen habe ich es jetzt zu tun, damit sie diese nicht bunt durcheinander mischen und es dann zu Verfälschungen in der Berechnung kommt. Da wir meistens und vor allem auch in den Übungen zu dieser Vorlesung mit dem theoretischen und technischen Potenzial arbeiten, möchte ich da jetzt etwas genauer drauf eingehen. Wie bereits vorhin kurz erklärt, ist das theoretische Potenzial die in einer bestimmten Region innerhalb eines bestimmten Zeitraums theoretisch nutzbare Menge an Biomasse. Zum Beispiel hier in dem Beispiel sehen wir, unsere gegebene Region ist die Bundesrepublik Deutschland und der bestimmte Zeitraum, den wir betrachten, ist das Jahr 2015. Jetzt haben wir unser theoretisches Potenzial, mit dem können wir aber in der Realität nichts anfangen, weil es gibt immer Restriktionen, es gibt bestimmte Ernteverfahren, es gibt bestimmte andere Nutzungskonkurrenzen, die alle berücksichtigt werden müssen. Das heißt, wir arbeiten mit dem technischen Potenzial. Und das ist der tatsächlich nutzbare Anteil am theoretischen Potenzial. Wenn wir zum Beispiel das Biogut aus der Bau- und Tonne betrachten, sehen wir, dass das technische Potenzial 0,5 Millionen Tonnen geringer ist als das theoretische Potenzial, da einfach durch Restriktionen nicht alles nutzbar ist. Um all diese Elemente, die bei der Berechnung von Biomassepotenzialen berücksichtigt werden müssen, transparent zu gestalten, haben wir am DBFZ sogenannte Flowcharts entwickelt, in denen alle diese unterschiedlichen Faktoren und auch die Berechnung eines Biomassepotenzials für einen bestimmten Rohstoff sehr detailliert, transparent und klar dargestellt ist. Jetzt wissen wir, was ein Biomassepotenzial ist. Wir wissen aber noch nicht, wie wir von diesem Potenzial zu einer aussagekräftigen Karte kommen. Und zwar legen wir für eine solche Betrachtung Geodaten, die unsere gewünschte räumliche Ebene abbilden, zugrunde. Und in Kombination aus Fachdaten und Statistiken können wir daraus Karten erstellen, die uns Einblicke über das regionale oder nationale Aufkommen von unterschiedlichen Biomassen zeigen. Wie genau das funktioniert, wird Ihnen meine Kollegin Jasmin Kaicher in den Videos zu den Übungen erklären. Damit möchte ich diese Vorlesung auch abschließen. Bitte beachten Sie, dass zur Ergänzung zu diesem Video Sie auch bitte das Vorlesungsskript berücksichtigen, indem Sie weitere wichtige Hinweise, Links und Verweise finden. Musik